What the? Hallo, Mr. Baldini. Hallo, hallo, Sarah. Hast du Spaß in unserem Zirkus? Ja. Yeah. Ich glaube schon. Ist aber ein bisschen unheimlich. Das stimmt schon, meine Liebe. Aber macht Angst nicht auch Spaß? Schau nur genau hin und erleb das Wunder jeder einzelnen Attraktion. Tschüss. Auweia, hat der dicke Arme. Ich heiße Sarah. Und Sie? Mino, Gino, stärkster Mann der Welt. Meinst du? Wow, Muskeln wie Schwarzenegger. Früher hatte ich noch viel mehr. Aber seit der Flut habe ich mich ein bisschen gehen lassen. Ich weiß, dass Sie derjenige sind, der Inferno Liebesgedichte schickt. Warum sagen Sie es ihr nicht einfach? Wenn Sie sie lieben, sollten Sie es ihr sagen. Hä? Was? Ich? Wie kommst du darauf? Ich habe einfach nur Muffe, sie zu sagen. Muffe? So groß und stark, wie Sie sind? Na und? Können wir zwar eine Stahlstange um den Hals biegen, aber hätte trotzdem Angst, ihr das zu sagen. Aber warum nur? Sie würde mich doch nie ernst nehmen. Die denkt sicher, ich bin nur so ein hirnloser Muskelprotz. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihr meine Liebe beweisen kann. Mhm. Ich glaube, wir müssen Kuppler spielen. Ob wir wollen oder nicht. So ein schönes Kostüm. Mann, können Sie wirklich Feuer spucken? Willst du, Jennifer, diesen Mann Max zu deinem angetrauten Ehemann nehmen? Ja, natürlich kann ich Feuer spucken. Wie heißt du denn, meine Kleine? Rodara. Und wie heißen Sie? Eigentlich heiße ich Jennifer Lang, aber mein Künstlername ist Inferno. Das ist aber ein schönes Kostüm. Dank dir. Du bist ein so süßes Mädchen. Genau wie die Tochter, die ich mir immer gewünscht habe. Und warum haben Sie keine? Mein Mann und ich hatten einfach nie die Gelegenheit, eine Familie zu gründen. Ja. Warum nicht? Ein paar andere und er wollten auf die andere Insel und sind dabei von diesem Tintenfischmonster angegriffen worden. Ich bin nicht mitgefahren, weil ich so leicht seekrank werde. Er hat gesagt, er wolle mal die Lage peilen und mich dann abholen. Er ist nie zurückgekommen. Das tut mir so leid. Na, ist schon in Ordnung, meine Liebe. Konntest du ja nicht wissen. Ich wünschte nur, ich hätte jemanden, an den ich das Geheimnis des Feuerspuckens weitergeben könnte. Zeig mir. Ich weiß nicht recht. Du bist noch so jung. Oh, bitte! Na gut. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir neues Benzin. Ich habe kaum noch Vorräte. Benzin! Entschuldigung. Ich weiß, wer Ihnen die Liebesgedichte geschickt hat. Was? Woher weißt du denn, dass ich welche bekommen habe? Habe ich doch niemandem erzählt. Tja. Ich kann Ihnen nicht sagen, woher ich es weiß. Aber ich weiß, dass Sie von Geno, dem Muskelprotz, kommen. Oh nein, dieser Tölpel. Um Gottes Willen. Vor der Überschwemmung hatte der fast mit allen Seiltänzerinnen was. Wie soll ich den nur ernst nehmen? Tja. Benzin, Benzin. Ich brauche dringend Benzin. Er kann mit Das heißt auf gut Deutsch, der hat kein Benzin für mich. Boah, raus hier, das ja. Oh. Das wird nur Wodka sein, ja. Wodka? Ich brauch Benzin! Sprit! Zeug! Whatever! Die Fässer kann ich mir also nicht angucken. Kann ich irgendwo hier rüber? Ah, ja. Also, wir müssen noch einen Werwolf befreien und Feuer spucken lernen. Klingt nach einem normalen Tag. Da kann ich nicht... Ja gut, dann bringe ich dich noch bis da. So, jetzt aber. Da
steht's. Nagellackentferner. Riecht wie schlechter Clownatem. Brennt aber ganz gut. Hätte ich gerne mitgenommen. Der Mann hat Bilder am ganzen Körper. Ich heiße Sarah. Und Sie? Ach, wie süß. Als ob's nicht schlimm genug wäre, auf dieser blöden Insel festzusitzen. Jetzt muss ich auch noch Babysitter für so ein verwöhntes Balg spielen. Sie sind aber gemein. Ja und? Solange du in Wilbur Smiths Anhänger bist, gelten meine Regeln, klar? Trinken Sie das Zeug etwa? Was? So ein Quatsch, natürlich nicht. Damit mache ich die Haut vor der Tätowierung sauber. Oh, kann ich auch eine Tätowierung bekommen? Was? Komm mal in 10 Jahren wieder, Kindchen. Tätowierungen sind nur was für meine älteren Kunden. Wo stecken denn alle ihre Kunden? Du hast die Intelligenz auch nicht gerade mit Löffeln gefressen, was? Wir sitzen nämlich auf dieser Mistinsel fest und die einzige Seele, die sich seit der Flut hierher verirrt hat, bist du. Und du bist leider ein bisschen zu jung für eine Tätowierung. Das war eine riesige Flut, ne? Lass mich endlich mit so dämlichen Fragen in Ruhe. Sehe ich gar nicht ein. Kann ich davon eine Flasche haben? Inferno will mir nämlich das Feuerspucken beibringen. Ach ja? Bist du nicht ein bisschen zu jung für sowas? Ach was? Bin schon fast 8,5. Zum Teufel, warum nicht? Ich brauch's eh nicht mehr. Hab doch einen Eimer voll davon, dass sonst nur schlecht wird. Viel Spaß dabei, Mädel. Danke, aber schlecht wird Benzin eigentlich eher nicht. Es verfliegt höchstens. Aber gut. Egal. Wir lernen jetzt Feuer spucken. Egal, warum wir das Benzin bekommen haben und wie und überhaupt. Feuer spucken könnte ja nochmal nützlich sein, wenn wir als großen Gegner die böse Überkrake haben, die sich nur vor Feuer fürchtet. Ja. So. Sag ich doch. Schau, da steht's. Nagellack. Vielleicht versuche ich es spät, sollte ich? Ach, bist du langweilig. Wie wär's denn, wenn er sich ihren Namen auf den Arm tätowieren ließe? Das wäre doch ein Beweis, oder? Naja. Weiß nicht recht. Naja, wenn er das täte, wäre es vielleicht ein Anfang. Unter uns, seitdem mein Mann weg ist, bin ich furchtbar einsam. Okay, dann machen wir das zuerst zu Ende. Aber warum? Das hatten wir doch schon. Ja. Wie wär's mit einer Tätowierung mit ihrem Namen auf dem Arm? Hey, das ist vielleicht keine so üble Idee. Wenn das nicht zeigt, dass ich es ernst meine, dann weiß ich auch nicht weiter. Was? Moment, der hat sich einfach aufgelöst. Ist okay, es ist absolut okay. Wir lernen jetzt Feuer spucken und damit hat sich die Sache. So. Inferno, rate mal was. Geno lässt sich für Sie tätowieren. Ehrlich? Dann habe ich ihn komplett falsch eingeschätzt. Dann hat er ja vielleicht sogar gemeint, was er in seinen Gedichten geschrieben hat. Ich habe eine kleine Flasche Nagellackentferner. Geht das auch? Na klar. Was brauchen wir sonst noch? Zunächst gebe ich dir einen meiner alten Feuerstäbe. Den kannst du hier anmachen. Das müsste eigentlich sein. Fertig? Pass genau auf, was ich mache und dann bist du dran. Okay. Okay, jetzt probierst du mal. Genau so. Du bist ja ein Naturtalent. Wir können jetzt Feuer spucken. Ist das nicht cool? Inferno sagt, ich kann... Das wäre gar nicht gut. Das kann ich... Okay, wir können auf jeden Fall schon mal Feuer spucken, rein theoretisch. Was bringt uns das jetzt aktuell? Ich würde sagen, nicht viel.
wenn das nicht sogar schon eine Übertreibung war. Aber wir gucken nochmal beim Tätowierer vorbei. Schließlich ist Gino ja dabei, sich tätowieren zu lassen. Ansonsten gehen mir jetzt gerade Ideen aus. Aha. Oh, eine echte Tätowierung. Cool. Was soll es denn sein? Ein großes Herz mit Infernos Namen drin. Hoffe, es funktioniert. Wow. Sie müssen hier ganz schön verknallt sein. Ja. Sie war schon immer zu gut für diese Bohnenstange von Schwertschlucker. Braucht jemanden, der sie vor Iggy beschützen kann. Aha. Warum denn das? Iggy bleibt doch immer im Wasser, oder? Ich will einfach kein Risiko eingehen. Iggy hat ganz schön zugelegt. Ist nur eine Frage der Zeit, bis das Vieh auf andere Gedanken kommt. Okay. Kannst du nicht sehen, dass ich keine Zeit hab? Verpiss dich, du Nervensäge! Da nicht, geh ich halt wieder. Tja. Dafür kann ich Feuer spucken. Aha. Also ich hätte mir ein Tattoo in einem Tätowierladen stechen lassen. Nein, so aus Prinzip, ich weiß auch nicht, ich bin da vielleicht ein bisschen eigen. Ui, die sehen nicht so stabil aus. Ich würde jetzt gern mal zu dem Haus da. Sollen alle Schützen zeigen, was sie können! Ja, gib mir die Anzeiger. Blablabla. Ziehen wir mal an dem Hebelchen. Oh Mann. Oder auch nicht. Okay, dran vorbei kamen wir ja ohnehin nicht. Das macht bestimmt Spaß. Aber die Tiere machen mir Angst. Was ist das? Existiert nicht. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich nicht wieder die Treppe hoch. Oh Gott, okay, wenn du meinst, Kind. Ich hasse Kinder, selbst wenn ich so spiele. Naja, gut, okay. Sollen alle Schützen zeigen, was sie können. Mit einem Billet können sie sich am Schmeißen. Komm ich von hier aus irgendwie dahin? Ich glaube sie nicht. Sollen alle Schützen zeigen, was sie können. Da hinten gibt es eine Treppe, aber zu der Treppe komme ich nicht, weil mir das Karussell im Weg ist. Da ist der Hebel wiederum verrostet. Und dafür, keine Ahnung. Ich meine, Nagellackentferner eignet nicht wirklich unbedingt als guter Entroster. So ein bisschen zwar schon, aber nee. Naja, wer weiß, was das Spiel daraus macht. Probieren wir es einfach mal. Dann kurz anflammen, dann... nein. Inferno, das hat nicht funktioniert. Das hätte ich dir auch sagen können. So. Das kann ich wohl nicht machen, das wäre gar nicht gut. Upsi. Das vielleicht, das kann, das... Ja, danke, das wollte ich. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Wir speichern erstmal sicherheitshalber. Oder? Ja, wir sind zwar schon in Kapitel 4 oder so, aber gut. Naja, wir sind wieder im Zirkus. Immer noch. Wieder. Wie auch immer. Und schauen uns nochmal ein wenig um. Befahl er Quickquack, umgehend die Harpunen in die Boote zu laden. Danach ließ er die Segel reffen, denn der Wind war plötzlich wie von Geisterhand orkanartig stark geworden. Also ist das nicht die Segel raffen? Ich meine ja nur, ich weiß es nicht, aber... Eine Ölkanne! Cool, nehme ich.